Wir haben nochmal freundlicherweise einen guten Kollegen von mir in Aschau besuchen dürfen, den Steve vom Bistro Pinot. Und da haben wir jetzt mal ein rotes Fleisch als Grundprodukt genommen und haben da mal mit verschiedenen Soßen rum experimentiert. Und da sieht man gleich, wie vielseitig rotes Fleisch mit verschiedenen Weinen kombinierbar ist. Also da sieht man dann, dass Rotwein, rotes Fleisch nicht immer unbedingt richtig ist. Und dazu gibt es dann auch noch ein paar interessante Anekdoten, die wir vielleicht dazu erzählen. Und die Gedankengänge, die wir uns zu gewissen Produkten auch nochmal gemacht haben, um das auch ein bisschen, sage ich mal, visuell zu verdeutlichen, welcher Wein zu welchen Speisen auch passen könnte. Wir sind jetzt in die Küche reingegangen in sein Reich, nachdem wir meines quasi verlassen haben im Servicebereich. Und werden Ihnen jetzt gleich nochmal anhand der Produkte am besten zeigen, was wir geplant hatten und was wir uns vorgestellt haben, damit Sie das natürlich dann auch dementsprechend besser auch zu Hause mal nachmachen können. Wir haben jetzt hier die Grundprodukte, wie gesagt das Rinderfilet. Das hat der Steve freundlicherweise schon mal ein bisschen vorbereitet, zum einen als Tournedos, zum einen ein bisschen als Geschnetzeltes, als Tartar und ein bisschen als Filetspitzen. Hat ein bisschen die Produkte dazu vorbereitet. Vielleicht, Steve, kannst du uns so ein bisschen was dazu sagen, wie du das jetzt gleich zubereiten wirst, beziehungsweise was wir gedacht haben, damit wir dann später auch ein bisschen die Weine, die wir ja dazu dann servieren werden, einfach um auch das zu zeigen, dass da auch Verschiedenes möglich ist, was wir uns da vorgestellt haben. Vielleicht sagst du uns da ganz kurz, Ja, was du gerne. da vorbereitet hast. Gerne. Also, wie schon gesagt, mein Reich. Da haben wir das Rinderfilet. Einmal habe ich das als Tartar vorbereitet. Schön fein gehackt. Das wird mit Kapern und Schalottenwürfel mariniert. Und dazu gibt es die Süße von der roten Beete mit einem scharfen Wasabi. Bin gespannt, was der Roland da für einen Wein aussucht. Weil das ist schon eine Herausforderung. Als zweites haben wir dann ein Filetsteak, wo wir zwei verschiedene Pfeffersoßen verwenden, was auch dementsprechend zwei verschiedene Weine sehr gut dazu passen täte. Einmal was Dunkles und da habe ich ein bisschen was, habe ich gesagt, soll eine Einen helle weißen Pfeffer. Pfeffersoße machen. Ist vielleicht auch mal ganz interessant, dass eine Pfeffersoße immer Pfeffersoße ist. Da bin ich auch gespannt, wie sich das dann ergänzt. Genau, dann haben wir ein Filet Rossini, dazu eine gebratene Entenleber und eine Trüffelschü. Genau, da habe ich vielleicht ganz kurz als Hintergrund nochmal, es gibt ja immer diese Regeln. Man sagt ja auch immer zu einfacheren Gerichten oder zu regionaleren Gerichten regionalere Weine. Das werden wir dann beim Tartar sehen. Das ist ja was, sage ich mal, was Urdeutsches oder Österreichisches. Da gibt es dann dementsprechend einen deutschen Wein. Und eben dieses Tournedos Rossini, da haben wir ja ein bisschen was schon Exklusives mit der Entenleber, mit dem Trüffelschü, auch diese französische Lebensart. Und da werden wir dann natürlich auch französischen Wein dazu servieren. Also, das ist immer so eine Sache, die man auch bedenken kann, dass man einfach auch auf die Regionalität der Produkte eingeht und da auch dementsprechend die Weine aussucht. Entschuldigung. Und danach haben wir Filetspitzen, was eigentlich die regionale Hauptkomponente ist, mit Pfifferling à la Crème und selber gemachten Gnocchis. Um die Einfachheit von jeder Facette, von exotisch bis klassisch, französisch und regional, die ganze Bandbreite abzudecken. Genau. Und hier haben wir auch noch was. Das wird auch noch mal ganz interessant. Das habe ich mir selber gewünscht, weil das bin ich immer ein großer Freund davon. Wir haben jetzt eine Currysoße zubereitet und wie Sie sicherlich über die Stunden schon gemerkt haben, bin ich ja Österreicher und da habe ich ja auch sicherlich der Dialekt schon verraten. Da werden wir dann noch mal was Interessantes aus Österreich dazu servieren. Da werden Sie auch gerade in Deutschland, wenn jetzt jemand mit österreichischen Weinen nicht so konform ist, sicher auch bei Ihren Gästen oder zu Hause oder mit Ihrem Geschmack auch punkten und auch mal eine schöne Überraschung überleben. Das schauen wir uns aber dann später nochmal genau an. Ich würde jetzt sagen, Steve, du fängst einfach an zu kochen. Wir lassen dich da jetzt mal werkeln, dass das alles seine Richtigkeit hat. Und wir gehen dann wieder raus, bereiten die Weine vor und dann probieren wir das. Und dann schauen wir mal, ob ich recht gehabt habe mit dem, was ich und wir uns so gedacht haben. Und ja, bin schon gespannt aufs Ergebnis. So, wir haben jetzt hier die Produkte des Rinderfilets, wie gesagt, verschieden zubereitet, um auch mal kurz zu zeigen, wie ein Rinderfilet oder auch ein anderes Produkt, da können Sie wirklich alles Mögliche hernehmen, einfach mit anderen Soßen, mit anderen Zubereitungen, einfach auch andere Weine erfordert. Wir haben jetzt auch versucht, beziehungsweise ich habe dann bei den Weinen versucht, der Steve beim Kochen, dich dann eben bei den Weinen versucht,
eben das, was ich Ihnen vorher gesagt habe, auch ein bisschen darauf einzugeben, auch bei regionalen Produkten auch wirklich dann einen deutschen Wein zu nehmen. Beim Wein, die so ein bisschen Schärfe hat, oder bei Speisen, die so ein bisschen Schärfe haben, dann was mit Fruchtextrakt zu nehmen. Wenn man Cremigkeit hat in Speisen, dann ein bisschen was Cremiges zu nehmen. Und bei Exklusivität dann auch ein bisschen in diese Exklusivität zu gehen. Bei französischer Küche auch dementsprechend dann ein bisschen diese französische Variante zu ein bisschen bringen. Aber ich würde sagen, wir fangen einfach von vorne an, probieren das dann auch durch und dann bin ich gespannt, ob wir da auf dem richtigen Weg waren oder nicht. Ich freue mich. Genau. Fangst du vielleicht mit die Speisen an, was wir da jetzt genau gehabt haben? Also zuerst hat man Tatar, das haben wir jetzt zwei alle angerichtet. Genau, das ist das Tatar, einmal das Klassische. Also mit Schalotten, Cognac, Kapern, rote Beete, Meersalz. Das ist einfach in der Sache. Das andere, das ist einfach naturgelassen, mit ein bisschen Soja abgeschmeckt. Genau. Und eine milde Wasabi-Creme dazu. Genau, und dazu habe ich mir jetzt gedacht, also man hat ja hier schon noch wieder diese Komponente der Schärfe, hier auch die Komponente der Süße, ein bisschen von der roten Beete. Dennoch das Tatar sehr klassisch gelassen, also man hat sehr viel von dem Fleisch, von dem Aroma, vor allem auch da mit der Soja, ein bisschen diese Soja-Aromen auch. Habe ich jetzt mal einen Riesling vorbereitet aus der Nahe, von einem klassischen Winzer, vom Emmerich Schönleber, einer der Pioniere auch in der Nahe, als Riesling R. Bewusst jetzt auch ein bisschen einen sagen wir, reiferen Jahrgang 2007 genommen, einfach, dass die Säure sehr mild ist, dass es ein sehr milder, eleganter Riesling ist, der aber nicht zu kräftig ist, auch nicht zu üppig. Und das probieren wir jetzt einfach mal dazu. Also wie gesagt, der hat Frucht, das ist ganz typisch die Riesling-Aromen, der hat Frucht, ganz milde Säure, also kann man sehr gut vorstellen. Das passt doch schon mal sehr gut. Vor allem der Wein nimmt dem Wasabi auch sehr schön die Schärfe. Und so habe ich da das Klassische. Beim klassischen Tatar haben wir immer natürlich die Sache, da ist Senf drin, da ist Ketchup drin, da sind auch die Kapern drin, also da ist sehr viel Säure drin. Also da bitte die Säure im Wein vermeiden, es wird sich sonst verdoppeln und verschärfen. Da wieder sowas wie Riesling, wo sie Fruchtsüße haben, sicherlich sehr passend.